Hallo, heute geht's weiter mit Design. Und zwar haben wir ja in die letzten paar Folgen doch eine ganze Menge Informationen zusammengetragen, was man so zum Rollenspielschreiben alles machen kann, wie man sich so vorbereitet, womit man so in etwa anfängt, welchen Stellenwert eine Core Story einnehmen kann und all solche Sachen. Und ja, irgendwann kommt man halt an den Punkt, an dem man mehr oder weniger alles zusammengesucht hat, was man so braucht und im Endeffekt anfangen kann, das Ganze aufzuschreiben. Hier kann man vergleichsweise wenig helfen. Immer wichtig ist, sich möglichst viel Feedback zu holen, also auch gerade irgendwelche Werkstände, also irgendwelche Zwischenstände einfach mal diversen Leuten zum Lesen geben, damit man Feedback bekommt, was sich gut liest, was sich schlecht liest, was man schnell versteht oder was nicht. Und man kann anfangen, das Ganze ein paar Mal Probe zu spielen, in der eigenen Runde, auf Cons, wenn man kann, oder im Idealfall sogar von Fremden Probe spielen lassen. Man schreibt so die ersten Sachen zusammen halt. Ja, wie gesagt, hier kann man nicht so viel helfen. Es ist halt einfach, ja, sich jedem mehr oder weniger selbst überlassen, wie er das am liebsten macht. Nur ein paar Tipps zu einmal der Frage des Umfangs und wie man Exposés schreibt. Also einmal ist der Umfang von so einem Regelwerk. Man sollte sich hier klar machen, für wen man schreibt. Wenn ich tatsächlich vorhabe, für mich selbst zu arbeiten, dann muss ich nur oder kann ich genau so viel schreiben, wie ich für mich selbst brauche. Alles, was ich darüber hinaus schreibe, ist unnütz. Alles, was ich weniger schreibe, ist sowieso Quatsch. Also da halte ich mich nur an mich selbst. Schreibe ich für andere, möchte das Ganze publizieren, sei es als PDF oder als Buch, muss ich mir verschiedene Gedanken machen. Das eine ist, niemand möchte sich gerne in ein vollkommen unbekanntes 1000 Seiten Regelwerk einlesen, bevor er losspielen kann. Das ist einfach Quatsch. Das macht keiner. Erst recht nicht als PDF, weil für die allermeisten ist am Computer lesen immer noch etwas unangenehmer als ein Buch in der Hand zu halten. Und im Allgemeinen brauche ich ja auch gar nicht so viel schreiben. Man sollte sich immer vor Augen halten, dass derjenige, der das dann eventuell spielt, irgendwo auch einen gewissen Kosten-Nutzen-Quotienten einhalten möchte. Also vollkommen egal, wie gut mein Regelwerk ist. Wenn es zu lang ist, wird es keiner machen. Vollkommen egal, wie kurz ich mein Regelwerk halte, wenn es schlecht ist, wird es auch keiner spielen. Man muss irgendwo immer so eine gewisse Gradbalance da halten. Generell denke ich, dass ein gutes, vernünftiges Regelwerk immer unter 100 Seiten beinhalten sollte. Weil schreibe ich über 100 Seiten, also 100 Seiten PDF am Rechner, DIN A4, dann habe ich ja schon irgendwas, was so in die Richtung, also wenn ich darüber hinausgehe, dann bin ich irgendwo bei DSA. Und da muss ich dann auch mir als Designer die Frage gefallen lassen, warum schreibe ich was den Umfang von DSA hat. Das ist einfach irgendwo Unsinn. Als Buch kann man vielleicht noch ein bisschen mehr machen, aber generell muss ich mich schon irgendwo in Grenzen halten. Also es hat keinen Sinn, zu viel zu schreiben. Besser ist, und das sollte man sich auf jeden Fall für solche Sachen überlegen, ich schreibe kurze Exposés. Ein knackiges Exposé, was im Idealfall auf zwei Seiten absolut alles beinhaltet, was wichtig ist. Natürlich nicht vollkommen erklärt, sondern nur angerissen. Und dazu dann ein passendes Kurzregelwerk, was im Idealfall auf 10, 12, 15 Seiten das Ganze spielbar macht. Mit wenig Informationen, das heißt, es fehlt viel, was man fürs weitere Spiel dann braucht. Viele optionale Regeln fallen weg, was auch immer. Aber so, dass derjenige, der sich da möglicherweise für interessiert, das Ganze mal antesten kann. Die Schwelle ist einfach niedriger. Ich lese erst ein 2 Seiten Exposé, das Ganze flasht mich, ich denke, cool, das könnte was sein. Ich lese das Kurzregelwerk, auch das ist interessant, ich teste das mal an mit meiner Runde und allen sagt das zu und dann schaue ich mir das große Regelwerk an, das möglicherweise 100, 120, 150 Seiten hat. Wenn aber von vornherein nur ein 150 Seiten Regelwerk zur Verfügung steht, werde ich mir das niemals durchlesen. Da ist es wichtig, also wirklich möglichst knackige, kurze Exposés und kurze Regeleinführungen zu schreiben, die einfach den Zugang gewährleisten.
Im Idealfall ist mein ganzes Regelwerk einigermaßen kurz. Wenn ich keine großen simulationistischen Ansprüche habe, kann ich da auf viele Seiten verzichten. Aber im Allgemeinen sollte es auf jeden Fall ein kurzes, wirklich gutes Exposé geben. Das kann man auch ruhig 100 Mal neu schreiben, wenn es sein muss. Hauptsache, das ist gut, weil das ist das, was die Leute dann wirklich auch lesen. Das ist das, was sich die Leute anschauen, bevor sie sich dann entscheiden, ob sie sich weiter für mich interessieren oder nicht. Ja, also ganz wichtig, wenn ich mein Regelwerk ausgeschrieben habe, sollte ich dafür sorgen, dass es ein gutes, knackiges Exposé gibt, was alles einigermaßen deutlich macht, was mein Rollenspiel besonders macht, warum es interessant ist, mein Rollenspiel auszuprobieren und dass die Leser einigermaßen flasht. So viel dazu.